Die erste Atombombe der Geschichte, sie explodierte hier in der Wüste von New Mexico. Ein Testlauf für das Inferno von Hiroshima und Nagasaki und für das Wettrüsten im Kalten Krieg. Vier Männer gehörten zu den Schöpfern der Bombe. John von Neumann, ein Genie der Mathematik. Leo Szilard, der Entdecker der nuklearen Kettenreaktion. Eugene Wigner, späterer Physik-Nobelpreisträger. Und Edward Teller, einer der umstrittensten Physiker seiner Zeit. Vier aus Ungarn. Die Männer hinter Amerikas Atombombenprogramm. Wenn die Russen weiterhin Tests mit der Bombe durchführen und wir nicht, dann wird es in wenigen Jahren nur noch eine starke Militärmacht auf der Welt geben. Und zwar Russland. Dann gibt es nur noch eine Art zu leben, die kommunistische. Im Zweiten Weltkrieg brachten Teller und seine ungarischen Kollegen das Manhattan Project ins Rollen, den Bau der ersten Atombombe. Es war ihr Beitrag zum Krieg gegen Nazi-Deutschland. Nach Hitlers Untergang führten sie diesen Kampf fort mit noch größeren Bomben. Jetzt hieß der Feind Sowjetunion. Operation Dominic im Sommer 1962, bis dahin das größte Nuklearwaffentestprogramm der Amerikaner. Es war die gefährlichste Phase des Kalten Krieges zwischen den Supermächten USA und Sowjetunion. Mit der Kuba-Krise im Herbst 1962 trieb die Welt auf einen Atomkrieg zu. Zu den wichtigsten Beratern des jungen US-Präsidenten Kennedy zählte Edward Teller, einer der ungarischen Physiker, ein fanatischer Antikommunist. Falls es eine verrückte Regierung gibt, dann ist es die sowjetische. Sie wird einen Weg finden, alles auszulöschen, was sie auslöschen möchte, auch wenn es Testverbote oder andere Beschränkungen gibt. Es war der Kampf zweier Systeme um die Weltherrschaft, ausgetragen auf dem Schlachtfeld der Wissenschaft. In Los Alamos in New Mexico ließen die USA an Waffen forschen, die das Zerstörungspotenzial der ersten Atombombe um ein Vieltausendfaches übertrafen. In nur wenigen Jahren hatten sich das Wissen und die Techniken auf furchterregende Weise weiterentwickelt. Ein kriegerischer Fortschritt, hinter dem einige der fähigsten Physiker der Welt standen, Edward Teller allen voran. Sein ganzes Leben hatte er sich mit Massenvernichtungswaffen beschäftigt. Jetzt entwickelte er in den Labors von Los Alamos die verheerendste Waffe, die die Welt je gesehen hatte, die Wasserstoffbombe. Damit wurde Teller zum Inbegriff des Kalten Kriegers. Die Drohung mit der atomaren Vernichtung sollte den Gegner in Schach halten. Wissenschaftler wie Edward Teller spielen eine zentrale Rolle beim atomaren Wettrüsten. Es entsteht eine Verbindung von Militär, Wissenschaft und Regierung, die es vor dem Zweiten Weltkrieg so nicht gab. Mit neuen Institutionen und neu definierten Rollen der Wissenschaftler. Sie mischen sich aktiv ein bei der Frage, wie man mit der Bombe leben kann, als Befürworter und Gegner. Ein Bombengeschwader steuert auf Everytown zu. Ein Bombengeschwader steuert auf Everytown. Der atomare Weltuntergang erschien als realistisches Szenario, wie bei H.G. Wells, Things to Come, was kommen wird. Leo Szilard, auch er aus Ungarn, schuf einst die theoretischen Grundlagen für den Bau der Atombombe. Jetzt sah er sich in seinen schlimmsten Befürchtungen bestätigt. In diesem Krieg werden London, Chicago, Paris und weitere Städte zerstört. Der Krieg wird in das Jahr 1956 verlegt. Das war die bemerkenswerteste Prophezeiung, die ich je gesehen habe. Eine Prophezeiung, die auf Szilards eigenen Erkenntnissen beruhte. Die Zerstörungskraft des Atoms hatte er als Erster erkannt. Er entdeckte die Kettenreaktion. Jetzt trieb ihn die Horrorvision um, Atombomben könnten die Welt in Schutt und Asche legen. Szilard bereute seine Rolle beim Bau der Atombombe sehr.
Er hielt es für seinen größten Fehler. Nach dem Krieg widmete er den Rest seines Lebens dem Bestreben, die Abrüstung und auch die Abschaffung der Bombe voranzutreiben. Er und Teller hatten also komplett gegensätzliche Auffassungen. Für ihren ungarischen Landsmann John von Neumann war der Krieg im Namen der Freiheit ein legitimes Mittel der Politik. Das Weltuntergangsrisiko hielt der Mathematiker für kalkulierbar. Für ihn war klar, dass es in der Zukunft einen Atomkrieg mit der Sowjetunion geben würde, vielleicht sogar mehrere. Daher hielt er es für die wichtigste Aufgabe der Sowjetunion, voraus zu sein, also mehr und größere Bomben zu bauen. Diesen ideologischen Standpunkt vertrat er mit Leidenschaft. Von Neumanns Beitrag zur technischen Überlegenheit der USA war der moderne Computer. Er entwarf die Architektur, die aus simplen Rechenmaschinen programmierbare Universalcomputer machte. Damit beschleunigte er den Bau der Bombe um Jahre, zuerst im Manhattan Project, als es gegen die Nazis ging. Im Kalten Krieg kämpfte auch er gegen die Sowjetunion. Von Neumann war, wie viele seiner Kollegen, vor den Nazis ins Exil geflohen. Für ihn war der Kommunismus nur eine andere Form des Totalitarismus. Er hasste die Kommunisten zutiefst. Damals wurde so etwas nicht einfach nur dahingesagt. In jener Gemeinschaft war jeder ein Gegner des Kommunismus. Die waren schließlich der Feind. Die Geschichte der vier führt nach Budapest. Sie stammten aus jüdischen Familien, lernten früh, was Kommunismus und Verfolgung bedeuteten. Das prägte sie fürs Leben. Edward Teller kämpfte noch bis ins hohe Alter für die atomare Aufrüstung der USA. Leo Szilard kämpfte bis ins hohe Alter verzweifelt dagegen. Frieden konnte es für ihn nur in einer Welt ohne Waffen geben. John von Neumann befürwortete sogar Angriffskriege, um die Feinde der USA auszulöschen, während sich Eugene Wigner aus der Politik raushielt. Aber ohne ihn hätte es nie eine Atombombe gegeben. Es waren diese ungarischen Wissenschaftler, die die Welt verändern sollten. Sie gaben uns die Atombombe mit Amerikas erstem Atomprogramm, dem Manhattan Project. Sie gaben uns die Spieltheorie und natürlich letztlich den digitalen Computer. Sie kamen mit all ihren Erfahrungen aus Budapest und stießen die Tür auf ins Zeitalter der Atomkraft und des Internets. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Budapest die zweitgrößte Metropole eines Weltreichs. Das Habsburger Kaiserreich war sehr tolerant. Und es gab Emanzipation für die Juden, als sich die höheren Bildungsinstitutionen für sie öffneten. Sie strömten in diese Institutionen und studierten, um Ärzte oder Ingenieure zu werden. Es gab diese Epoche, die oft als die glückliche Friedenszeit bezeichnet wird. Es herrschte Aufbruchstimmung in dieser pulsierenden Stadt. Die rechtliche Gleichstellung zog auch viele Juden aus ländlichen Gebieten an. Budapest erlebte eine Blütezeit. Die jüdische Kultur entfaltete sich in Malerei, Theater, Musik und im neuen Medium Film. Auch in anderen Bereichen boten sich Chancen für junge Talente, wie Teller, den Sohn eines Rechtsanwalts, der nun die Erlaubnis bekam, ein Gymnasium zu besuchen. Tellers frühe Leidenschaft galt der Mathematik und den Brücken seiner Heimatstadt. Janosch Neumann Magitay, später John von Neumann, stammte aus einer wohlhabenden Bankiersfamilie. Schon im Kindesalter galt er als Mathematikgenie. Bewundert von seinem Schulfreund Jenő Pál Wigner, später Eugene Wigner, der davon träumte, Chemieingenieurwesen zu studieren. Und schließlich das junge Talent, das von sich sagte, die wissenschaftliche Neugier sei ihm angeboren. Leo Szilard, Sohn eines Ingenieurs und Unternehmers. Zum ersten Mal hatten die Juden aus Budapest die Chance, so weit zu kommen, wie es ihr Talent und ihr Ehrgeiz zuließen. Dieses Talent, das bisher nicht zum Zuge gekommen war, explodierte regelrecht. Dadurch sind viele Karrieren entstanden.
Talent. Die besten Schulen des Landes, wie das altehrwürdige lutheranische Gymnasium, standen jetzt auch den Juden offen. Das kam einer Revolution gleich. Erstmals erhielten auch begabte Kinder jüdischer Familien die Chance zu einer akademischen Ausbildung. Leo Szilard, der älteste der vier, begann mit einem Studium der Elektrotechnik. Während Eugene Wigner das Glück hatte, auf einen Lehrer zu treffen, der sein Talent gezielt förderte. Ebenso wie sein Schulfreund John von Neumann. Ohne ihren Mathematiklehrer am lutheranischen Gymnasium, Laszlo Ratz, wären die beiden Gymnasiasten wohl nie zu führenden Vertretern der Physik und Mathematik aufgestiegen. In Budapest herrschten die höchsten schulischen Anforderungen innerhalb von ganz Europa. Das spielte eine wesentliche Rolle für die Ausbildung dieser weltlichen Juden. Sie hatten zwar alle einen jüdischen Hintergrund, waren aber nicht sehr religiös. Für sie war Religion ein Relikt der Vergangenheit. Neu waren die Naturwissenschaften. In Physik, Chemie und Mathematik herrschte Aufbruchsstimmung. Die Vorahnung des Zeitalters der Technik, das eine bessere Zukunft verhieß. Aber es kam anders. Der Erste Weltkrieg veränderte alles. Der erste moderne Krieg der Geschichte. Ein blutiger Schauplatz des Fortschritts. Mit dem Ende des Krieges ging auch die alte K&K-Herrlichkeit unter. Kommunisten übernahmen die Macht in Ungarn. Doch die Räteregierung unter Béla Kun währte nicht lang. 1920 errichtete Admiral Miklós Horthy ein autoritäres Regime und rechnete mit den Vorgängern ab. 5000 Menschen, die meisten von ihnen Juden, wurden hingerichtet. Die nationalistischen Studenten. Szilard wurde an der Technischen Universität von nationalistischen Studenten verprügelt und die Treppe hinuntergestoßen. Sie sagten ihm, als Jude hätte er hier nichts mehr zu suchen. Zehntausende flohen vor den Pogromen und einer Zukunft ohne Hoffnung. Unter ihnen auch Leo Szilard, Eugene Wigner und John von Neumann. Etwas später Edward Teller. Ihr Fluchtpunkt hieß Berlin, damals genau wie Budapest und Wien die Metropole eines untergegangenen Kaiserreichs. Nach Krieg und einer gescheiterten linken Revolution erlebte die Hauptstadt der Weimarer Republik aber zu Beginn der 20er Jahre eine beispiellose Blütezeit. Es ist eigentlich kurios, dass Deutschland damals zwar auf der Verliererseite stand, aber zu der Zeit war es eine demokratische Insel. Die Weimarer Republik hieß die Flüchtlinge willkommen. Und so landeten früher oder später alle in Deutschland. Berlin galt in dieser Zeit als Welthauptstadt einer neuen Wissenschaftsdisziplin, der theoretischen Physik. Am Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik lehrten die Besten ihrer Zunft. Szilard war fasziniert. Szilard schrieb sich an der TH für das Ingenieursstudium ein. Aber schon bald zog es ihn zu einem wöchentlichen Seminar hin, in dem Professoren und Studenten über Artikel aus Fachzeitschriften diskutierten. In der ersten Reihe saßen Einstein, Van Laue, Planck, Born und all die anderen Superstars der Wissenschaft. Die Studenten saßen immer hinten im Hörsaal, aber nicht Szilard. Er setzte sich einfach in die erste Reihe. Szilard war damals Mitte 20 und arbeitete bereits an den Grundlagen für die moderne Informationstheorie. Ein Jahrhundertwerk. Der Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts wurde sein wichtigster Fürsprecher, Albert Einstein. Nach einem seiner Seminare zeigte ich ihm meine Arbeit und bat ihn um Kritik. Da kam ich zum ersten Mal in direkten Kontakt mit ihm. Danach waren wir beide sehr eng verbunden. Ich habe ihn oft nach Hause begleitet. Er wohnte ungefähr 20 Minuten von der Uni entfernt. Irgendwie sprach Einstein mit mir über Gott und die Welt. Das hat mich natürlich begeistert. Ich wollte wissen, was er zu sagen hatte. Auch Eugene Wigner, hier rechts neben dem deutschen Star Werner Heisenberg, maß sich mit den besten Köpfen in der Physik. Ebenso wie Edward Teller widmete er sich dem neuen Gebiet der Quantenmechanik.
Ihr Landsmann John von Neumann war gerade 23, als er die mathematische Seite der Quantenmechanik in Berlin bearbeitete. Das alles weckte das höchste Interesse von Albert Einstein. Der Nobelpreisträger wusste, dass hier in Berlin eine Generation junger Wissenschaftler heranwuchs, die ein jahrhundertealtes, traditionelles Weltbild auf den Kopf stellen würde. Szilard fragte Einstein, ob er ein paar Freunde von ihm in statistischer Mechanik unterrichten würde, und Einstein war einverstanden. Diese Freunde waren alle aus Ungarn. Eugene Wigner, der spätere Nobelpreisträger in Physik, und John von Neumann, der später den Computer erfand. Das waren Szilards Freunde. Man kann sich vorstellen, dass so ein Treffen mit Szilard und diesen jungen Männern und Einstein eine sehr lebhafte Versammlung gewesen sein muss. Aber was sich in Deutschland zusammenbraute, war auch für die jüdischen Wissenschaftler aus Ungarn nicht zu übersehen. Der Aufstieg Hitlers und seiner SA-Schlägerbanden erinnerte sie an die bittersten Erfahrungen in ihrer Jugend in Budapest. Sie waren gewarnt. Szilard las den ganzen Tag Zeitung, was Wissenschaftler damals nicht unbedingt taten. Er machte sich Sorgen wegen der wirtschaftlichen und politischen Lage. Deshalb bemerkte er den Aufstieg der Nationalsozialisten lange vor seinen Kollegen. Und er stellte zu Hause zwei gepackte Koffer neben seine Tür und sagte zu sich: Ich kann jederzeit gehen, wenn es hier zu schlimm wird. Der Reichstagsbrand 4 Wochen nach Hitlers Machtergreifung war für Szilard das Signal. Nach dem Reichstagsbrand wurden die Dinge schlimmer. Er sah, wie Hitler die Macht übernahm, und deshalb nahm er am letzten Tag im März 1933 den Zug nach Wien mit all seinem Hab und Gut. Das Geld versteckte er in seiner Unterwäsche. Er verließ Berlin. Einen Tag später wurde der Zug auf dieser Strecke angehalten, allen Nicht-Ariern wurde der gesamte mitgeführte Besitz abgenommen. Und dann wurden sie nach Deutschland zurückgeschickt. Szilard sagte: Um in dieser Welt durchzukommen, muss man nicht cleverer sein als alle anderen. Man muss nur einen Tag Vorsprung haben. Andere folgten. Der Exodus der intellektuellen Elite unter den Juden Europas begann. Viele konnten sich in die USA retten. Aber es war nicht nur eine Flucht, es war auch ein Neuanfang. John von Neumann kam zuerst in New York an. Er glaubte, dass Europa keine Zukunft mehr hatte. Sein Freund Eugene Wigner reiste mit. Nach und nach erlebten die USA einen wahren Zustrom an Spitzenforschern. Sarkastisch kommentierte Wigner: Die USA sollten für Hitler ein großes Denkmal errichten, als Dank für seinen Beitrag zum Fortschritt der amerikanischen Naturwissenschaften. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren die USA intellektuell gesehen tiefste Provinz. Viele Institute ließen damals praktisch keine Juden zu. Princeton war eine der wenigen Ausnahmen. Daher wurde aus dem verschlafenen Ort mit seiner Elite-Universität für Söhne der besseren Gesellschaft das Zentrum des mathematischen Universums. So kamen John von Neumann und Eugene Wigner auf der Flucht vor dem Faschismus ins beschauliche Princeton. Von Neumann galt schon als Superstar. Wigner war noch eine unbekannte Größe. In Princeton trafen sie ihren Lehrer aus Berlin wieder, Albert Einstein. Sowohl das Institute for Advanced Study als auch die Universität in Princeton warben um diese großartigen Mathematiker und Physiker aus Europa. An erster Stelle stand natürlich Einstein, später auch John von Neumann und viele andere. John von Neumann entwickelte die mathematischen Grundlagen für die Spieltheorie. Damit sollte menschliches Handeln berechenbar werden. Eine Revolution für die Sozialwissenschaften, ähnlich wie früher Einsteins Theorien für die Physik. Bei der Spieltheorie geht es um das Zusammenspiel von mindestens zwei Menschen. Jeder hat seine Handlungsmöglichkeiten. Und natürlich versucht jeder, die beste Vorgehensweise für das Spiel zu ergründen. Die Extreme sind, man holt den größtmöglichen Vorteil heraus oder man gibt das Spiel auf. Von Neumann hat als erster dafür eine Formel gefunden. Bis dahin war Physik die vorherrschende Wissenschaft. Man erforschte die Umgebung, die Natur und natürliche Phänomene. Von Neumann drückte zum ersten Mal bestimmte Teile des menschlichen Handelns in Mathematik aus.
Man übersetzte in Formeln, was die richtige oder die beste Art dieses Zusammenspiels war. Leo Szilard floh 1933 nach London. Er war arbeitslos. Die Flucht zerstörte seine Karriere. Für einen der begabtesten Physiker seiner Zeit gab es im England der 30er Jahre keine Stelle. Von nun an blieb sein Leben unstet. Er wurde nie wieder sesshaft. Szilard sagte, er hätte lieber Wurzeln, aber wenn das nicht ginge, dann hätte er eben gerne Flügel. Er wohnte gerne in Hotels, reiste gern. Es kam vor, dass er zwei Hotelzimmer in zwei verschiedenen Städten an einem Tag gebucht hatte und von einem ins andere umzog. Er war immer in Bewegung. Der britische Physiker Freeman Dyson lernte den Exzentriker damals kennen, der Beginn einer lebenslangen, wundersamen Freundschaft. Es war schlimm mit ihm. Er war immer etwas seltsam. Er war zum Beispiel fürchterlich gierig. Wenn man mit ihm zum Mittagessen ging, musste man sehr schnell essen, weil er einem sonst alles vom Teller wegaß. Er hatte Hunger, aber keinen Job. Szilard forschte dennoch, so wie er es immer getan hatte. Er löste Probleme, indem er umherwanderte. Sein Bewegungsdrang sollte die Welt verändern. Denn Szilard entdeckte, wie sich durch eine Kettenreaktion Energie gewinnen ließ. Es waren die ersten Schritte ins Atomzeitalter. Eines Tages lief ich durch die Straßen Londons und grübelte darüber nach. Ich stand gerade an einer Kreuzung, als die Ampel auf grün schaltete und mir plötzlich die Antwort einfiel. Sie war einfach. Ich müsste nur ein Element finden, das zwei Neutronen freisetzt, während es nur ein Neutron absorbiert. Ein Element, das ein Atom besitzt, das instabil ist. Dieses Element könnte die nukleare Kettenreaktion unterstützen, wenn es einer kritischen Masse ausgesetzt wäre. Sein erster Gedanke war, was für eine großartige Energiequelle. Sie kann Kohle und Öl ersetzen. Der zweite war, was für eine großartige Basis für eine Waffe. Wir könnten eine Atombombe bauen. Der zweite Gedanke versetzte Szilard jahrelang in Angst. Als Hitler mit dem Angriff auf Polen den Zweiten Weltkrieg entfesselte, war Szilard überzeugt, die Deutschen würden längst an einer eigenen Atombombe arbeiten. Um Hitler bei seinen Welteroberungsplänen zu stoppen, sah Szilard nur eine Chance. Die USA mussten die Ersten sein beim Bau der Atombombe. Sie dachten sehr politisch. Szilard hielt amerikanische Wissenschaftler für naiv und meinte, sie hätten keinen Bezug zur Welt. Einfach weil sie nicht das erlitten hatten, was diese Männer in ihrer Jugend hatten ertragen müssen. Es dauerte Jahre, bis Wissenschaft und Politik in den USA begriffen, was auf dem Spiel stand. Doch dann griff die Maschinerie der mächtigsten Industrienation der Welt. In Chicago gelang der erste Durchbruch auf dem Weg zur Bombe. Im Keller des Sportstadions der Universität setzten europäische Kernphysiker die erste kontrollierte Kettenreaktion in Gang, den ersten Atomreaktor der Welt. Leo Szilard, der inzwischen in die USA übergesiedelt war, und Eugene Wigner waren daran maßgeblich beteiligt. Es gibt eine Anekdote über Eugene Wigner. Der erste Reaktor in Chicago fing gerade an zu laufen. Und Wigner begann damit, den großen Reaktor zu entwerfen, der später im Krieg das Plutonium im industriellen Maßstab liefern sollte. Währenddessen überlegte er Folgendes, was ihm völlig logisch erschien. Wenn die Deutschen sofort angefangen haben, nachdem sie die Kernspaltung entdeckt hatten, dann sind sie uns ein Jahr bis zwei Jahre voraus. Das heißt, sie haben vielleicht bald eine Bombe. Und wo wäre der logische Ort für den ersten Abwurf? Da, wo der erste Reaktor läuft, Chicago. Und dann ist er tatsächlich mit seiner Familie aus der Stadt weggezogen, weil er Angst vor einem Angriff hatte. Sie hatten also ein klares Bild davon, wer der Gegner und der Feind in diesem Wettlauf war. Aber bei den US-Behörden galten die Forscher aus Europa selbst als feindliche Ausländer. Erst recht, als das Militär die Regie beim Atombombenprogramm übernahm. Mit dem Start des geheimen Manhattan Projects galten neue Regeln. Jetzt standen die Ausländer unter Generalverdacht. Sie wurden überwacht.
Ich habe die FBI-Akten über Leo Szilard gesehen. Sie waren zum Schreien komisch. Verdächtiger spricht eine merkwürdige fremde Sprache und scheint den größten Teil seiner Zeit in Delikatessenläden zu verbringen. Weil Szilard in Hotels lebte und in Delikatessenläden aß, in denen es jüdisches Essen gab. Sie wussten nicht, was sie mit ihm anfangen sollten. Ging in ein Hotel, blieb dort einige Zeit, kam aus dem Hotel, traf eine andere Person, die eine fremde Sprache sprach, auf der Straße und sie redeten eine Weile. Das ist Widner, sie sprechen Ungarisch. Der FBI-Bericht ist auf tragische Weise komisch. Die Beamten trauten den merkwürdigen Ungarn nicht über den Weg. Man vermutete sogar absurderweise, die jüdischen Flüchtlinge könnten Nazi-Spione sein. Dennoch brauchte man sie. Ohne die Ungarn würde es keine Bombe geben. Die Lösung hieß Abschottung. So suchte man für das geheimste Projekt des Krieges nach einem abgelegenen Ort, abgeschnitten vom Rest der Welt. Los Alamos, zu Füßen der Berge New Mexicos. Aus den ganzen Vereinigten Staaten holte man jetzt die Besten hierher. Sie kamen als Soldaten in einem Krieg der Wissenschaft, verpflichtet für unbestimmte Zeit und für eine Aufgabe, von der sie meist nur eine Ahnung hatten. Ihre Heimat wurde eine Barackenstadt, eingeschlossen von einem Zaun und streng kontrolliert. Die wissenschaftliche Leitung übernahm der Physiker Robert Oppenheimer aus Berkeley. Das militärische Kommando hatte General Leslie R. Groves. Die Zusammenarbeit von Militär und Wissenschaft funktionierte prächtig. Die Forscher waren genauso Soldaten wie alle anderen auch. Für sie war es ein berauschendes Gefühl, ihren Beitrag zum Krieg zu leisten und trotzdem Freude an ihrer wissenschaftlichen Arbeit zu haben. Oppenheimer war US-Bürger, in den Augen der Militärs ein Vorteil. Außer ihm wussten nur wenige, worum es ging. Edward Teller, der theoretische Physiker, gehörte dazu. Auch Eugene Wigner, er sollte den Reaktor für den Bombenstoff Plutonium bauen. Ebenso wie sein Freund Leo Szilard. Als Berater für die mathematischen Berechnungen war John von Neumann dabei. Vier aus Ungarn, sie haben ihre Mission gefunden. Diese Ungarn waren eine ganz spezielle Gruppe. Sie waren so einzigartig, dass man sie oft Marsianer nannte. Sie seien also irgendwie nicht menschlichen Ursprungs, sondern außerirdische. Sie arbeiteten auf eine völlig andere Art und Weise als alle Normalsterblichen, das heißt als alle anderen Wissenschaftler. Wie, das zeigte sich bei den komplizierten Berechnungen für die Bombe, die wertvolle Zeit verschlangen, weil sie weitgehend von Hand erledigt wurden. Dabei hatte man schon eine Arbeitsteilung erfunden. Hunderte von Frauen lösten einfache Teilaufgaben, die am Ende wieder zu einem Gesamtergebnis zusammengeführt wurden. Von Neumann erkannte, dieses Prinzip ließ sich auch auf Maschinen übertragen. Jedes beliebige Problem wurde in winzige kleine Einzelschritte zerlegt, die er wie simple Rechenaufgaben behandeln konnte. Die Von-Neumann-Architektur war geboren, der Bauplan des modernen Computers. Er verstand, dass man einen Computer entwerfen könnte, der die Funktion eines jeden beliebigen anderen Computers ausführt. Bekommt dieser universelle Rechner eine Software, die jedes beliebige Problem betreffen kann, dann führt dieser Universalcomputer damit nur aus, was die Software ihm vorgibt. Er konzentrierte sich sofort auf die Erkenntnis, dass zwischen Programm und Daten kein Unterschied besteht und dass beide am gleichen Ort gespeichert werden. Das ist die Von-Neumann-Architektur. Es gibt nur einen einzigen Speicher und das Programm und die Daten sind ein Teil davon. Es gibt einen externen Prozessor, den man sich als kleinen Universalrechner denken kann. Es gibt den zentralen Prozessor, den man sich als Universalrechner vorstellen kann. Er liest aus dem Speicher das Programm und die Daten ab und berechnet sie dann nach den Vorgaben des Programms. Von Neumanns Jahrhundertidee legte den Grundstein für das Computerzeitalter und beschleunigte den Bau der Bombe um 2 Jahre, schätzt man heute. Ein ganzes Team von Mathematikern erstellte unter seiner Leitung Formeln zur Berechnung nuklearer Explosionen. John von Neumann war der wichtigste Berater der Gruppe, die damit anfing, das Innenleben der Plutoniumbombe zu konstruieren.
Das Plutonium muss komprimiert und für die Explosion auf eine bestimmte Weise zertrümmert werden. Für General Groves gehörte von Neumann zu den einflussreichsten Ratgebern. Die Arbeit ging rasch voran, aber nicht rasch genug. Die ersten Tests im Frühjahr 1945 begannen zu einem Zeitpunkt, als Deutschland praktisch schon besiegt war. Szilard protestierte gegen die Fortsetzung des Projekts. Die Bombe habe ihren Zweck erfüllt. Die Militärführung sah das anders. Für Groves war Leo Szilard einfach ein Unruhestifter. Jemand, der weder ihm noch dem Projekt den nötigen Respekt zollte. Der dachte, er könne alles besser als die anderen. Szilard ist eine der zentralen Figuren für die Entstehung der Bombe. Aber Groves hielt ihn irgendwann aus allem heraus. Er hatte keinen Zutritt mehr zu Los Alamos, sondern musste in Chicago bleiben. Szilard hatte auch politische Ziele, mit denen Groves überhaupt nichts anfangen konnte. Und so fand der erste Test am 16. Juli 1945 statt, auf der sogenannten Trinity Site, Dreifaltigkeit. Der atomare Geist war aus der Flasche. Wir wussten, die Welt würde nicht mehr dieselbe sein. Ein paar Leute lachten, ein paar Leute weinten, die meisten aber blieben einfach stumm. Ich erinnerte mich an einen Vers aus der Hindu-Schrift Bhagavad Gita. Vishnu versucht, den Prinzen dazu zu bringen, dass er seine Pflicht tut. Und um ihn zu beeindrucken, nimmt sie seine mehrarmige Form an und sagt: Jetzt bin ich der Tod, der Zerstörer der Welten. Ich glaube, wir alle dachten so etwas auf die eine oder andere Weise. Knapp 3 Wochen darauf, Gruppenfoto vor dem ersten Atombombenabwurf der Geschichte. Auf der Pazifikinsel Tinian wurde die von den Soldaten liebevoll Little Boy getaufte Bombe verladen, für den Flug nach Hiroshima. Das Militär hat jetzt endgültig die Regie übernommen. Die Arbeit der Wissenschaftler war getan. Unter ihnen machte sich Ernüchterung breit und die moralischen Zweifel wuchsen. The German menace was over them. Diese Bedrohung durch die deutsche Bombe gab es nun nicht mehr. Das war ja ihr Hauptantrieb gewesen. Und damit verließen mehrere Forscher das Labor in Los Alamos. Auch Szilard zog sich von der aktiven Arbeit zurück, den Einsatz der Bombe voranzutreiben. Am 6. August 1945 startet der B-29-Bomber Enola Gay mit seiner tödlichen Fracht an Bord in Richtung der japanischen Hafenstadt Hiroshima. In Chicago hatte Leo Szilard bis zuletzt versucht, den Einsatz der Waffe zu verhindern. Er verfasste eine Petition an Präsident Truman. 155 Wissenschaftler des Manhattan Projects unterschrieben sie. Als der Krieg gegen Deutschland gewonnen war, sah ich keine Gründe mehr für einen Abwurf auf Japan. Japan konnte den Krieg nicht gewinnen, nachdem Deutschland verloren hatte. Nicht nur ich, sondern viele Leute in Chicago hatten das Gefühl, es wäre ein großer Fehler, japanische Städte zu bombardieren. Aber die Reue kam zu spät. Etwa 90.000 Menschen starben sofort durch die Bombe. Weitere 130.000 kamen in den Jahren danach an den Folgen der atomaren Strahlung um. 3 Tage nach Hiroshima warfen die Amerikaner die 2. Atombombe über Nagasaki ab. Japan kapitulierte. Der Zweite Weltkrieg ging nun auch in Asien zu Ende. Die Mission der Genies hatte sich erfüllt, auf eine furchterregende Weise.
Es ist gut, dass Japan kapitulierte. In einem Memo vom 12. August schrieb Robert Oppenheimer an General Groves: Falls wir Plutonium und Uran kombinieren können, könnten wir ab Oktober jeden Monat 6 Bomben bauen. Die tragische Ironie ist, dass damals schon fast alle japanischen Städte mit konventionellen Bomben zerstört worden waren. Edward Teller schrieb an seinen Freund Szilard: Die Dinge, an denen wir arbeiten, sind so grausam, dass kein Protest jemals unsere Seelen retten kann. Einerseits hieß es, der Krieg ist vorbei. Er war schrecklich, aber jetzt müssen wir zurück ins normale Leben finden. Auf der anderen Seite wurden aber auch Fragen gestellt wie: Wie werden wir mit dieser Atomkraft umgehen? Sowohl militärisch als auch im zivilen Leben. Wer kontrolliert sie? Das Militär oder die zivile Seite? Selbst angesichts der Massengräber von Hiroshima und Nagasaki blieb der Glaube an den Segen der Atomkraft ungebrochen. Zumindest bei den Siegern. Dies ist die Erfüllung eines uralten Traumes der Menschheit. Ein Riese mit unerschöpflicher Kraft, der unseren Befehlen folgt. Es ist ein Riese, der alles kann. Er kann ein Krieger sein, ein Zerstörer. Er kann ein Ingenieur sein, der ungeheure Mengen an Energie bereitstellt, um alle Maschinen dieser Welt anzutreiben. Aber mehr noch, er kann ein Bauer sein, der mithilft, die Welt von morgen zu ernähren. Ein Heiler, mit dessen Hilfe Kranke behandelt werden. Und zu guter Letzt gibt es den Forscher, der in der Wissenschaft arbeitet, um die Rätsel des Universums zu lösen. Und alle diese Funktionen unterstehen unserem Befehl. Von unserer Weisheit hängt es nun ab, wie wir die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder gestalten. Das neue Zeitalter der Atomkraft. Eine neue Frage tauchte auf. Wer könnte die Bombe noch haben? Was ist mit den Russen? Sie wurden ziemlich schnell nach dem Krieg zu unseren größten Widersachern. Die Antwort kam mit neuen Waffen, verheerender denn je. Ein Jahr nach Kriegsende, ein Jahr nach Hiroshima und Nagasaki, Operation Crossroads im Pazifischen Ozean. Die größte Machtdemonstration der Geschichte. Die USA zündeten vor den Augen der Weltöffentlichkeit 2 Atombomben. 90 ausgediente Schiffe aus dem Zweiten Weltkrieg hatten sie zum Bikini-Atoll gebracht, um an ihnen die Wirkung von Kernwaffen zu testen. Für Edward Teller keine Machtdemonstration, sondern eine Vorsorgemaßnahme. Sollte ein Krieg kommen, darf er nicht so grausam werden. Deshalb ist es äußerst wichtig, nicht nur mit den Nukleartests fortzufahren. Darum geht es nicht allein, sondern das Wissen zu erweitern. Das nenne ich nukleares Experimentieren. Das kann dazu dienen, die Sicherheit unseres Landes und die der freien Welt zu garantieren. Es kann auch friedlichen Zwecken dienen. Teller war weitaus weniger extremistisch als andere Leute. Er war kein Militarist im eigentlichen Sinne. Es war nicht so, dass er Spaß am Krieg hatte. Er glaubte fest daran, dass die Einrichtung einer Weltregierung der einzige Weg sei, damit die Menschheit überleben kann. Diese Weltregierung sollte natürlich von den Amerikanern beherrscht werden. An der Heimatfront rüstete man sich etwas vorschnell für den Angriff des Kommunismus. An jedem Sonntag, an den Feiertagen und zur Ferienzeit müssen wir allzeit bereit sein, um richtig zu handeln, wenn die Atombombe explodiert. Ducken und bedecken, heißt es dann. Ducken und bedecken. Zuerst duckst du dich, dann bedeckst du dich. John von Neumann hatte andere Pläne für die Selbstverteidigung. Er spielte mit dem Gedanken eines vorbeugenden Krieges. Wir haben nicht genug Leute. Es wäre besser, wenn wir etwas dagegen unternehmen würden. Ich zögere noch zu sagen, dass wir das schnell machen sollten, aber wir sollten das besser schnell und dauerhaft machen. Das Risiko hielt von Neumann für beherrschbar. Dafür hatte er unter anderem seine Spieltheorie entwickelt.
Interessanterweise schlug von Neumann den USA nach dem Zweiten Weltkrieg vor, die Sowjetunion in einem Präventivkrieg anzugreifen. Er konnte sehr kalt und rational sein. In den frühen 1950ern gab es in der US-Regierung die Auffassung, dass man die Sowjetunion angreifen sollte, noch bevor diese ein zu großes Arsenal an Nuklearwaffen hatte, um damit den Zweitschlag auszuführen. Mit anderen Worten, Abschreckung. Von Neumann machte sich immer einen Spaß daraus, Sachen zu sagen wie: Wir können sie schlagen. Wir haben die Bombe und sie nicht. Das ist unsere Chance. Doch von Neumanns Idee vom Präventivkrieg hatte bald ausgedient. Es dauerte nicht lange, bis die Sowjets über einsatzfähige Atombomben verfügten. Spione hatten amerikanisches Know-how an die Russen verraten. Die USA wollten und mussten der Sowjetbombe etwas entgegensetzen. Damit ging das atomare Wettrüsten in eine neue Runde, die heißeste Phase des Kalten Krieges. Was ist unsere Antwort? Vielleicht brauchen wir einfach eine größere Bombe. Und plötzlich rücken Leute wie Edward Teller, die auf die Wasserstoffbombe fixiert waren, in den Mittelpunkt. Es geht um Bomben, die 100 oder 1000 Mal größer sind als eine Atombombe. In den USA war man geradezu berauscht von den neuen Möglichkeiten des Wasserstoffzeitalters. Die H-Bombe sollte den Vorsprung gegenüber den Sowjets sichern. Die Strategie hieß jetzt Massive Retaliation, massive Vergeltung. Jeder Angriff würde mit einem noch verheerenderen Gegenschlag beantwortet und damit unweigerlich ein atomares Inferno auslösen. Es war eine Strategie, die die Welt an den Rand des Abgrunds führte. Für Edward Teller immer noch die beste aller Möglichkeiten. Teller war ein fanatischer Gegner der Sowjets, da er in früher Kindheit Ungarns kurzes Experiment mit dem Kommunismus erleben musste und seine Familie sehr darunter leiden musste. Er hasste die Sowjets fast mehr als die Nazis. Er wurde damit zu einem Vorkämpfer des Kalten Krieges. Leo Szilard kämpfte da schon als Friedensaktivist. Einmal noch trafen sich die Freunde aus Jugendtagen bei einer Diskussion. In den vergangenen Jahrzehnten habe ich Szilard immer wieder zugehört, mit großem Interesse. Er hat eine einzigartige Gabe. Er kann die Zukunft vorhersagen. Er hat sie zwar falsch vorhergesagt, aber immer noch zutreffender als viele andere Leute. Daher lohnt es sich, ihm zuzuhören. Ich würde sagen, es gibt so etwas wie unverantwortliche Vertrauensseligkeit. Aber es gibt auch so etwas wie unverantwortliches Misstrauen. Ich denke, Sie haben recht. Dann könnten Sie aber auch gleich behaupten, die Erfahrungen in der Vergangenheit hätten gezeigt, dass wir den Russen auf jeden Fall vertrauen können und dass eine Kontrolle vollkommen überflüssig ist. Teller, wir sollten uns an diesem Punkt die Hand geben. Später werden wir das vermutlich nicht mehr tun. Jahrzehnte später fand Edward Teller auf die Bedrohung durch sowjetische Interkontinentalraketen eine neue Antwort. Das Raketenabwehrsystem SDI, besser bekannt als Star Wars. Anfliegende Raketen sollten schon im Weltraum abgefangen und zerstört werden. Das Programm verschlang Milliarden und kam über das Teststadium nicht hinaus. Außer einer Hollywood-reifen Idee blieb davon nicht viel übrig. Es mutet fast wie ein Witz an, aber letztendlich spielt das alles keine Rolle mehr. Wenn man sich die heutigen Bomben anschaut, dann hätte man sie mehr oder weniger genauso gebaut, wenn es die Wasserstoffbombe überhaupt nie gegeben hätte. Die riesigen Bomben sind einfach verschwunden. Am Ende war es also viel Lärm um nichts. Denn es brauchte keine Bomben und keinen Edward Teller, um die Sowjetunion zu besiegen. Sie löste sich selbst auf. Die Silos der sowjetischen Atomraketen sind heute Ruinen, verfallene Kathedralen des Kalten Krieges.